Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo da draußen. Ich bin Babette, ich habe in Leipzig schon seit mehreren Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft und seit letzter Zeit eben halt auch im Stadtteil Stötteritz, Reutnitz, ein zweites Objekt eröffnet. Ich möchte euch jetzt mal dazu einladen, und zwar, um mal so einen kleinen Streifzug durch unsere Sommerkollektion zu machen, die jetzt ja für den einen oder anderen ja doch, ich sag mal, notwendig sein wird. Das heißt also auch mal zu zeigen, was haben wir in den jeweiligen Filialen an Schuhe zu bieten. Ich will nicht sagen, dass es jetzt die einzigen sind, die jetzt hier bei mir auf dieser schönen Plattform dargestellt werden, sondern eben halt, es ist nur eine kleine Auswahl von den vielen Modellen, die wir haben. Um euch das so zu mal ein bisschen zu erleichtern, was will ich, was brauche ich, gehe ich mal so ein bisschen auf die einzelnen Altersstufen ein. Natürlich fängt es immer an mit den Kleinen, mit den Laufanfängern. Und da kennt man ja diesen Spruch, das Kind so lang als möglich barfuß laufen lassen. Stimmt auch voll und ganz, gebe ich auch jedem recht. Aber wir haben es ja nicht immer mit hochsommerlichen 27 Grad zu tun oder auch darüber. Wir haben es nicht immer nur mit trockenem Wetter zu tun, sondern ich will auch vielleicht mal mit meinem Kind irgendwo raus, in den Wald, wie auch immer, auf den Spielplatz. Und auf dem Spielplatz, da wissen wir alle, da liegt auch manchmal so ein bisschen Unrat von unseren lieben Mitmenschen herum, wo ich dann immer sage, da möchte ich mein Kind nicht unbedingt durchlaufen lassen. Und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Das Einfachste ist natürlich immer wieder diese Lederpusche. Ich habe jetzt hier mal zwei klassische Modelle von unserem Anbieter Orangenkinder, früher ehemals Pololo, rausgesucht. Hier ganz neu dieses Unisex-Modell, das Mäuschen, auch sogar mit Lüftungslöchern drinne, wo ich dann immer wieder sage, das ist so das Universelle, wenn es trocken, sauber und so weiter ist, kann ich mit der Lederpusche, die eigentlich ein Hausschuh ist, kann ich damit auch mal rausgehen. Ist es nicht der Fall, dann kommt die Erweiterung ins Modell oder ins Spiel, sozusagen die Lederpusche mit einer Kautschuksohle. Das bedeutet, hier kann ich natürlich auch mal durch was Feuchtes laufen, hier kann ich auch mal durch ein Unrat laufen, hier kann ich auch mal auf einer Straße laufen, wo ich sage, okay, da rutscht mein Kind nicht weg, weil ganz einfach, diese Kautschuksohle hat ja auch einen gewissen Grip, der Fuß rutscht nicht weg, wie zum Beispiel bei der Lederpusche, die wird ja mit der Zeit immer relativ glatt. Wohlgemerkt, das ist aber dann schon wieder diese Straßenversion. Das ist kein Hausschuh, also hier empfehlen wir auch immer wieder, bitte nur auf der Straße anziehen. Lederpusche auch deswegen, weil es noch kein ausgeführter Leisten ist. Das heißt, ich habe noch keine ausgearbeitete Zehenpartie, sondern alles ist sehr weich und flexibel, ähnlich wie wirklich wie bei einer Lederpusche, nur dass ich eben halt hier schon eine richtige rutschfeste Sohle mit dabei habe. Gibt es im Übrigen ab den Größen von der 18 bis zur 24. Hier muss man allerdings auch sagen, Puschen, egal von welchen Lieferanten, fallen immer kleiner aus, weil sie eben halt noch nicht über einen Leisten gezogen sind, sondern wie gesagt halt immer ohne Zehenbereich ausgearbeitet werden. Damit steht natürlich auch dem kleinen Läuferkind immer nicht so viel Platz hier vorne zur Verfügung, weil es halt flacher wird, ne? Also die große Zehe stößt dann schon irgendwie spätestens nach 4-5 mm eigentlichen Freiraum. Hier vorne hat er schon gar keinen Platz mehr und wird schon gestaucht. Also bei den Lederpuschen immer bitte mit aufpassen, wie viel Platz wirklich noch ist. Die nächste Option wäre dann sozusagen für unsere kleinen Laufanfänger diese Spangenschüchen, die es also in verschiedenen Variationen gibt. Ich zeige mal hier die Barfußversion von Frodo. Also auch ein mittlerer bis schlanker Leisten und auch wieder wunderbar weich, ohne ausgearbeitete besondere Stabilität in der Fersenkappe. Ich habe eine wirklich super dünne, flexible Sohle und sogar hier auch noch mit einer leichten Stoßkappe im Zehenbereich. Typisch für Frodo ist auch wieder ein sehr vegetabil gegerbtes Leder, also praktisch schon fast in Bio-Qualität. Das heißt, auch hier bin ich als Endverbraucher, als Mami, als Vati, als Elternteil natürlich auf der sicheren Seite. Ich habe ein wirklich geprüftes Leder, was natürlich wirklich wenig Schadstoffe beinhaltet. Und, wie sagt man so, von einer super flexiblen Sohle mal abgesehen, ein wirklich tolles Modell.
Für die besonders schlanken Füße bietet natürlich auch Däumling hier etwas Wunderschönes mit an. Auch wieder mit einer leicht festeren, aber trotzdem flexibleren Kautschuksohle. Und der Logi steht mit dem Klassiker hier in gar nichts nach. Also auch wieder ein wunderbar weicher Schuh mit einer schönen schlanken Ausführung und kompletter Lederausstattung. Unser Renner in diesem Jahr für die schlankeren Füße ist zum Beispiel dieses Däumling-Modell. Ich habe das jetzt hier mal in den verfügbaren 3-4 Farben mal mit aufgestellt. Also sowohl als in Golis als auch in Reutnitz und Stotteritz wird dieses Modell mit angeboten und erfreut sich großer Beliebtheit. Warum? Ganz einfach, es ist auch wieder aus der Barfuß-Kollektion, da führt ja wieder nichts dran vorbei. Ich habe eine super flexible Fersenkappe, die nicht stark ausgearbeitet ist. Ich habe einen super flexiblen Schuh, den ich richtig verdrehen, den ich richtig knautschen, den ich richtig rollen kann. Also wie sagt man auch so vom Sensomotorischen, den besten Anspruch für den Fuß generell. Und was ich hier natürlich auch mit habe, eine Verstellbarkeit in zweierlei Höhen des Fußes. Also einmal im Bereich des Vorderfußes und oben am Spannansatz. Super toll und natürlich auch hier wieder diese super weiche und vor allen Dingen etwas robustere Stoßkappen für die kleinen Stolperer und Spielplatzpiraten. So, weil wir das Gespräch auf die Barfußschuhe schon gebracht haben, ich zeige jetzt mal hier so zwei typische Modelle. Einmal zwei typische Modelle von Filii. Das heißt, unser Bestseller wie jedes Jahr ist eigentlich der Seastar, den wir auch dieses Jahr wieder in verschiedenen Farben mit dabei hatten. Und natürlich mal hier ein schickes Mädchenmodell als Ballerina, aber auch hier wieder alles ganz toll, alles ganz beweglich, griffig. Mit Stoßkappe auch vorne. Dieser ist mal eine Lederausführung. Der Seastar begeistert eben halt, weil es eine vegane Ausführung ist. Vegan bedeutet, ich habe hier Textilfasern sehr stark verdichtet, dass ich wirklich eine Trageeigenschaft wie beim Leder erreiche. Dieses vegane Modell ist atmungsaktiv, ist antibakteriell in der Ausstattung, was das Fußbett, was das Innenfutter angeht und die Decksohle. Und was noch den anderen Vorteil hat, die darf auch mal nass werden. Das heißt, ich kann die trotzdem dem Kind anziehen, wenn er zum Beispiel mal die Ambition hat, mit Oma und Opa in den Zoo zu gehen oder in den Park und schwuppdiwupp, da ist doch irgendwo ein Pfützchen, eine Wasserfläche, ein Bach oder ein kleiner Teich oder sei es auch nur ein Wasserspiel, was da mal zum Rummatschen und Durchlaufen animiert. Bei diesem Schuh überhaupt kein Problem, der trocknet schnell. Ne? Bitte aber nicht auf richtig Heizung stellen, sondern ganz normal abtrocknen lassen. Das funktioniert super und es gibt sogar das eine oder andere Elternpaar, die Schuhe auch schon gewaschen haben. Da erwähne ich dann aber immer bloß, bitte die bezogene Sohle dann herausnehmen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die den Waschvorgang unbeschadet übersteht. So, für unsere kleine Knuffelfraktion, also ich sage mal die etwas stabileren Kinder, die es ja auch immer wieder gibt und die auch natürlich einen super bequemen Schuh mit haben möchten, gibt es auch da noch verschiedene Variationen. Ich spreche jetzt hier immer diesen Bereich an von der Größe 20 bis zur 26 oder beim Frodo, auch hier den gibt es mal bis zur 30. Absolut ein Bestseller, schon die letzten Jahre, weil auch wieder mehrfach verstellbar. Und natürlich mit einer schönen Breite im Vorderfußbereich. Vorderfußbereich heißt, er wird vorne nicht so spitz. Die Zehen haben Platz, es ist schön rund. Und damit hat natürlich auch der breitere Fuß einfach mehr Platz. Gleichfalls die Fraktion geht auch noch mit in den Bereich der Barfußschuhe. Ist bei uns aber unter dem Begriff Krabbelschuh zu erwerben oder wir prägen oder wir arbeiten mit dem Begriff Krabbelschuh, weil wir hier haben eine extrem nach oben gezogene Sohlenspitze, die also gerade das Krabbeln für Kinder erleichtert. Das heißt nicht erleichtert, aber ich zerreiß mir zum Beispiel nicht den Schuh. Also es schont den Schuh und das finde ich eben halt wunderbar. Es ist eine absolut durchsichtige Sohle und was ich hier habe, ist wirklich eine dünne Sohle, die nicht großartig ausgearbeitet ist. Leider macht der Kickers, der Franzose hat immer so seine Eigenheiten. Hier ein kleines Schaumgummipolster mit rein, wo ich dann immer sage, dadurch, dass der Kinderfuß nicht benötigt, man kann es entfernen, aber die meisten Kinder treten das sowieso runter aufgrund des Körpergewichtes und weil man ja noch nicht dieses Längs- und Quergewölbe hat.
So, auch hier haben wir Jungs- und Mädchenmodelle in ausreichender Auswahl vorhanden. Und dann kommen wir hier noch hier hinten zu den typischen Miniletten für die Jungs und für die Mädels von der Größe 20 bis 26. Also alle, die das zwar schön luftig wollen, aber immer noch mit dem Schutz für den Zehenbereich. Also Schutz für Zehen ist ganz besonders wichtig bei vielen Eltern. Oder ich sag mal so, bei 95% der Eltern bis zu einer gewissen Altersgruppe führt praktisch an diesen Zehenschutz nichts vorbei. Ist aber auch verständlich, weil Kinder haben ja noch diesen typischen Tunnelblick. Die sehen, die gucken nicht nach unten, ob da irgendwo in Steine, Bordsteinkante oder was weiß ich liegt. Na, da geht's Klettergerüst, da bin ich der Erste, zack, da will ich hin und alles andere wird ausgeschaltet. Na? Zum anderen spielt natürlich auch die Verwendung eines Laufrades oder Puggies, Bobbycars und was es nicht alles gibt, Fahrräder spielt da auch noch mit einer Rolle. Da sage ich dann immer, da müssen natürlich dann die Eltern schon mit darauf achten, was will ich, was brauche ich. Nutzt mir das jetzt mehr, wenn ich einen Schuh mit einer Stoßkappe nehme oder mit einer hochgezogenen Spitze oder reicht mir so etwas? Weil Abnutzungen hier vorne sind zum Beispiel keine Reklamationsgründe. Wenn ich also mein Kind mit dem Pucki oder mit dem Laufrad oder mit dem Bobbycar fahren lasse und keine Schutzkappe aufziehe bzw. nicht Schuhe nehme, die dafür mehr geeignet sind, dann trage ich natürlich auch als Käufer das Risiko. Das kann der Lieferant ja nicht wissen, was ich gerne möchte. So, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, haben wir hier ein kleines Resümee mal gezeigt, wie toll die Kollektion in diesem Jahr ist, wie farbig sie ist. Ja, typische kleine Miniletten, einmal klassisch blau, einmal wieder ein bisschen mehr mit Farbe. Also ich sag mal, da kann man mit Farben und Optiken wirklich spielen und jeder weiß ja am besten, was der Kleiderschrank des eigenen Kindes zu bieten hat. Also in dem Sinne, ihr seht, wir haben eine tolle Auswahl zu bieten. Wir warten auf euren Besuch. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss!